Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War für die Switch. So, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben uns den Schlüssel vom Schmied geholt für das Nordtor, damit wir oben raus können. Jetzt ist hier gerade ein Ausrufezeichen bei dem, wo wir schon mal angeklopft haben. Wie ich höre, geht ihr durch das Nordtor. Vielleicht seid ihr noch nicht so langweilig, wie ich dachte. Nehmt dieses Flakon. Er bringt jeden, der in der Schlacht fällt, sofort wieder zurück. Das sind nicht unerschöpflich, sollten euch aber lang genug am Leben halten, um mir noch einen Besuch abzustatten. Oh, 5 Stück bekommen, okay. Ach ihr. Yeah. Okay, mehr wollen wir nicht. Tut. Nein, was? Geht schon. Okay, gehen wir da hoch. Durch das Nordtor, was ist das hier? Den Nordtor-Schlüssel benutzen. Yes. So, testen wir mal, wie es weitergeht. Wie gut ich denn bin hier. Eisenwald. Dann kommt nichts. Ich dachte, hier passiert vielleicht irgendwas. Aber das ist nichts. Oh. Ein Gegner. Das nochmal. Oh ja. Schlacht. Okay. Ihr habt schon verloren. Banditenrevolverheld. Okay. Den werden wir einfach mal platt machen, den wir... machen. Und du nimmst Deckungsschwung. Ey! Okay, und du metzelst ihn mir in einen. Du machst das. Los! Okay, so stark ist der dann. Der hält. Ich dachte, der steckt. Naja. Ich bin über ein Schwitzen geraten. Nee, ich auch nicht. Ich dachte, der wäre stärker gewesen, aber es macht ja nichts. Gucken wir nach, wie viele von denen noch besiegen können, damit wir rausfinden, wie viel Energie die auch immer haben. Weiter geht's. Oh, hier ist ein magischer Stein. Was ist da drin? Bisschen Eisenerzgruben, einmal Feuerstein. Okay. Was ist das? Die Ruinen gleich hier, abseits der Straße. Die sehen militärisch aus. Das muss einer der alten Vorposten der eisernen Außenposten sein. Was bedeutet, der Außenposten ist in der Nähe? Sollen wir die Ruinen durchsuchen? Scheint mir nicht so dringend zu sein. Komm, wir suchen die. Wir werden hier alles durchforsten. Das kann ja nicht schaden. Im Compendium kannst du deine Ausrüstung aktualisieren. Auf dein Inventar zugreifen, dein Tagebuch lesen und vieles mehr. Außerhalb einer Schlacht kannst du darauf zugreifen, indem du Plus drückst. Na gut. Verlassener Vorposten. Erkundungsbereich. Okay. Zack. Na, wer ist denn hier? Was ist denn hier? Das Tor grinst euch schief an und scheint euch mit einem rauchigen Auge zuzuzwinkern. Nichts tun. Sieht dieses Ding uns etwa an? Mit nur einem Auge? Es gibt keine offensichtliche Öffnungsmöglichkeit. Wie bei einem Rätsel. Wie auch immer, wir können das jetzt nicht öffnen. Wir müssen noch einmal wiederkommen. Ja, machen wir denn. Ich versuchte am Anfang noch die Stimme irgendwie zu imitieren, aber da bin ich total schlecht drin. Okay. Fremde, die ich sehe. Okay, wir sind Fremde. Okay, Leutnant Trümmer. 272 hat er. Der macht nicht so viel Schaden. Nochmal hier. Genau bei dem Feind. Verbraucht bis zu 40 Kraft. Der fügt 48 zu, wobei uns. Cool. Mal einen Schuss. Eieiei. Wow. Das ist ein bisschen viel, was einfach da gehauen ist.
Okay, Nee, also die brauchen natürlich jetzt keine. Was macht das so? Fügt dann 45 Schaden zu. Oh. Wir müssen auf jeden Fall erstmal heilen gleich da oben. War hier was zu heilen hier? Okay. Fügt den benachbarten, ne? Konzentration macht er gerade. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Wo liegt er denn da? Eigentlich sehen, ne? Schade. Ah! Mehr AS. Oh. Ist das Ernst? Yeah. Okay. Na gut, es gibt einfach normale Treppe. Oh. Okay, das müssen wir aber killen, leider. Wir können einmal unseren Kumpel noch hier unten heilen. Und du? Und Blutung hat er auch. Okay, jetzt haben wir ihn aber. Okay. Einmal habe ich nochmal geheilt. Okay, das ist ein härterer Gegner gewesen. Haben wir noch ganz gut geschafft, glaube ich. Hier sind wir ordentlich Erfahrungspunkte. Gewöhnliche Teile, Fellfetzen und K.O.-Handschuhe. K.O.-Handschuhe? Muss ich mal angucken. Die Leute auf dieser Insel sind so merkwürdig, geheimnisvoll. Er war hier und hat etwas gesucht. Wenn wir Monica und Nolan nicht bald finden, werden wir mit hineingezogen. Und das ist sehr wahrscheinlich. Ja, das ist es. Wir müssen sie finden. Hier ist eine Kiste. Wir unten gehen gleich runter. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, gucken, was dieses Teil da war, was ich bekommen habe. So. Da, die Handschuhe. Okay, die hauen jetzt nicht wirklich rein. Täubender Schlag, Bonus haben. Diese Handschuhe können austeilen. Betäubender Schlag. Ein Treffer eine Chance von 10% einen Fallverkurs zu betäuben. Das ist natürlich ganz cool. Und gibt er gegenüber meinen jetzigen Handschuhen. Warte mal. Was ist denn jetzt? Was sind da für Handschuhe? Ausrüstung. Aramus Vermächtnis. Uralte Handschuhe, die Gulli von ihrem Vater, dem Helden, heraus lassen. Also ich wechsle einmal zu den Handschuhen. Einfach mal um zu sehen. Oh, andere Seite. Was die so ausmachen können. Erstens mal. So gut, also wir haben ja noch unseren heiligen Heiler, wollte ich gerade sagen. Hier. Oh. Da sind sie Schweine gerade gegen. Machen wir einfach kurz platt. So. Das ging ja noch ganz flott. Yay!
Jeder Gegner führt uns weiter, um aufzusteigen. Das ist auch gut. Witziger. So, jetzt kann das mal heilen. Also ich weiß nicht, ob sich das irgendwann wieder auffüllt hier oder ob man das selber auffüllen muss. Achso, wir können ja noch hier hinten längs gehen. Habe ich gemacht. Hier gibt es ja noch einen Weg, der hier runter geht. Ein paar Gegner. Oh, ich dachte, ich könnte da so ein bisschen. Noch einer. Komm her. Machen wir nicht so großartige Sachen. Machen wir erstmal. Oh, das kann ich auch angreifen. Gibt es! Die Arena schlagen. Ich habe nicht weniger erwartet. Ich auch nicht. So, wollen wir hier rüber? Ja, ein Tool, wa? Ups. Moosbedecktes Artefaktbruchstück. Dieses Stück Metall ist sehr seltsam. Das ist ein Teil von einem Artefakt. Kein gutes Zeichen, dass es hier ist. Hat Grimbart nicht ein Artefakt im eisernen Außenposten erwähnt? Ja, das hier wird immer schlimmer und schlimmer. Der Bandit in der Nähe, ob er das hier sucht? Wahrscheinlich, aber er ist jetzt außerhalb einer Sammlung nutzlos, hoffe ich. Gehen wir zur Straße zurück. Na, machen wir mal. Ah, okay. Was ist das denn? Ah, guck mal. Das alles haben wir jetzt gelernt. Einführung in Schmiedekunst. Das ist doch gut. Habe ich vorher gar nicht genutzt. Ach guck mal, was kann man hier angeln? Haben wir auch nicht gemacht, ne? Sollen wir angeln? Angeltagebuch, okay. Angeln ist eine spaßige, entspannende Aktivität, die auch noch besondere Belohnung mit sich bringen kann. Du musst dich nur mit einer Angelrute und einem Köder aus dem Abschnitt Angeln in deinem Kompagnon ausrüsten, im Wasser gehen und deine Angel auswerfen. Sobald ein Fisch am Haken zappelt, holst du ihn ein, indem du deine Angelrute in die entgegengesetzte Richtung ziehst, in der der Fisch schwimmt. Wenn du die falsche Richtung ziehst, kann die Angel schon reißen. Okay. Das nochmal. Na? Guter Fang! Bärbarbe. Wenngleich gewöhnlich und zu Tausenden gefangen, bilden die makellosen Schuppen auf der Haut dieses Fisches bei jedem einzelnen Fisch ein individuelles Muster. Okay, was haben wir nochmal hier nochmal? Oh, ist noch nicht so weit. Ja, egal. Das nochmal. Man kann die leider nicht bewegen hier. Oh, jetzt. Guter Fang. Oh, Meisterkrebs. Ein gewöhnlicher, entlang der Küste heimischer Krebs. Ah, schon wieder. Man müsste die Angel schon jetzt noch bewegen können, so ein bisschen. Oh, jetzt. Gute Fahrt. Sperrbarbe. Das haben wir schon. Wieso noch einmal? Man kann da so ein bisschen die Schatten sehen. Ist hier unten eine Schatztruhe unten links? Unten im Wasser? Ja, ne? Ja, auch angeln. So. Na komm. Ein guter Fang. Oh, Flitzer. Ein verschrotteter früher Prototyp eines schwimmfähigen und der Wanderungsmechs. Na gut. Zweit. Nein. Weit. Das ist viel zu weit. Na okay, warte mal. Wo die Krabbe denn hier haben? Oder der kleine Fisch da. Und dann noch hoch? Nee. Ja, wir suchen mal was.
Na, jetzt kommt er. Evelyn, 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 Evelyn. Ja, komm. Wieder ein Dings an mich. Ich würde ganz gerne alle Fische haben hier. Beiß nicht an, wa? Ach, komm. Oh, das ist aber schwer. Oh, nee, doch nicht. Oh, wieder so ein Krebs. Wir holen jetzt alle Viecher hier raus, oder? Nee, ist so eine Schildkröte oder sowas, ne? Oh, das war ein bisschen mutiger. Meeresschildkröte. Eine friedliche Rings um die Insel heimische Schildkröte. Gut, mehr ist hier nicht. Aber was ist das denn hier? Kann man das lesen? Angeltagebuch? Aber da unten sein, ne? Kauhandschuhe, okay. Angeln, da. Okay, kann man schon sehen, was wir alles haben? Ich dachte, dass man das hier das Buch auch noch angucken kann, aber. Und hier unten die Angel, die Schatzkiste kann ich auch nicht kriegen. Das ist ja schade. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn man unten noch so eine Schatzkiste hätte finden können. Vielleicht kann man die ja irgendwie finden, ich weiß es nicht. Also ich probiere es auch nicht weiter aus jetzt, aber da ist definitiv nicht so aus. So, wir eiern mal wieder zurück zur Straße. Obwohl. Nicht so. Ja. Da kann man noch nichts machen. Wenn man überhaupt noch muss irgendwas ins Auge reingesteckt werden, damit diese Tür aufgeht. Können wir aber jetzt gar nicht so viel machen. Und dann mal gucken, was wir da tun können. Die Ladezeiten, ja, das nervt schon so ein bisschen. Könnte ruhig ein bisschen schneller sein. Zwischendurch. Und du kannst deine Herstellungsrezepte im Buch ansehen, oder? Okay, also dann gehen wir hier hoch. Okay, da oben müssen wir auf jeden Fall kämpfen. Wie steht's mit unserer Gesundheit? Steht eigentlich ganz gut, ne? Ist voll auf. Okay, warte mal. Noch ein bisschen Mana nochmal haben hier. Einfach so. Kann man einfach irgendwo so schlafen? Oh, Handschuhe. Ach, die können wir theoretisch herstellen. Da fehlt uns doch die ausgeschlachteten Laufketten. Warte mal. Hier kann man alle Gegner sehen im Bestarium. So viele haben wir noch nicht gefunden. Eisener Außenposten. Okay. Da denke ich mal, muss man 4 Außenposten haben, dann kriegt man wahrscheinlich irgendwie was Wunderbares. Also ich würde da hochgehen. Wir müssen den Gegner da oben leider killen, wenn er ist. Combo, okay, da sind ein paar mehr Gegner drin. Totenköpfe zeigen wahrscheinlich den Schwierigkeitsgrad an. Hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Okay, den grünen Schlangen als erstes wegballern, damit er gar nicht erst was Schaden zufügen kann. Reicht nicht. Gibt hier ein paar Nachbarn. Gibt anderen Steiger bei allen Gruppen hier. Also, und bei ihm nutzen wir einfach mal. Okay, war gar nicht so schwierig. Welle abgeschlossen, die nächste kommt. Leider gibt der untere kein Mana mehr. Oh, der dann gefallen hat. Ach, da ist wieder so ein. Okay.
Das weiß ich aber, wie wir das machen können. Wir schießen auf den und dann kriegen die Gegner auch noch was ab. Müsste klappen. Ah, falsch erwischt. Das macht nichts. Und nochmal so ein Ding. Und er hier. Zumindest bis zur nächsten Runde sämtliche Erlebnisschaden plötzlich. Wenn er angegriffen wird, solange pariert, steigert er seine Angriffe für eine Runde um 5%. Wir müssen den auch platzieren. Eieieiei. Okay, wir haben wahrscheinlich so viel Schaden, aber. Das werdet ihr bereuen. Das werden wir sehen, bereuen sollen. So, die spielen jetzt auch platt. Mit der Heini da oben. Oh, er ist benommen. Sehr gut. 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 Yes. So, aufgestiegen. Neue Stufe. Perfekt. Grobe Wollfetzen. Spinnseide. Einfacher Schleimseim. Okay, hier unten so eine Truhe. Sämtliche Beute nehmen. Machen wir doch gerne. Ein kleiner Heilungsflakon, ein Waldreif. Okay, gucken, was wir für den Waldreif benutzen können. Hm, was kann der? Ein Reif mit eingravierten Bonusschaden. Okay, auf den legen wir an und zwar kriegt den mal. Hier. So. Perfekt. Was? Achso. Ja gut. So. Ein paar Gegner. Wir gehen einmal kurz hier unten längs. Und uns gucken, ob es hier irgendwas gibt, was man noch entdecken kann. Da ist eine kleine Hütte. Die gehen auch mal längs. Da waren wir auch schon, ne? Okay. Ich kann nicht viel machen. Wir gehen mal hier unten längs. Bevor wir oben hoch zum kleinen Gegner. Weg. Wir haben die Schlacht mühelos gewonnen. Das haben wir. In der Tat. Einfacher Schleim sein. So. Ah, hier, guck mal, hier können wir auch noch was entdecken. Bevor wir den da oben angreifen, können wir auch nicht runtergehen nochmal. Schaut, ob es unten irgendwas gibt, was wir auch nutzen können. Da können wir auch nur durch, wenn wir dann angreifen. Da sind auch noch Gegner. Nun gut, wir sind jetzt schon recht weit gekommen und müssten jetzt dort oben zuschlagen. Wir haben natürlich noch nicht genug Mana. Frag mich, ob man nicht irgendwo hier Rastplätze nutzen kann. Aber irgendwie scheint kann man das gar nicht. Kann ich hier nicht irgendwo ein Lagerfeuer machen, um die auszuholen? Aber das geht gar nicht, ne? Das ist schade. Das wäre richtig cool. Könnte ich nur ins Nachtlager zurückgehen. Auch blöd ist. Haben wir nicht gleich bei Harm sogar eine ähnliche Vorrichtung gesehen? Scheint nutzlos zu sein. Hm. Das ist bestimmt so ein Punkt, wo man nachher sich vor- und zurück biegen kann. Nun gut, Leute. Erstmal sind wir soweit gekommen. Ich hoffe, es hat euch weiterhin Spaß gemacht und ihr wollt mit mir weiter diese Welt erkunden, die ich sehr, sehr für gelungen halte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.